Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe dieses Video gerade schon mal gedreht, dann ist mir ein riesen Fail aufgefallen und jetzt muss ich es nochmal drehen und wenn jetzt noch ein Fail hier passiert, dann ist mir scheißegal, ich lade das trotzdem hoch. Ich habe heute ein XXXXXL Haul für euch mit Klamotten, mit Schminke, mit Sonnenbrillen und Schuhen und ja, ich würde sagen, ich fange direkt an, weil sonst wird das Video viel zu lang. So, ich fange jetzt mit dem ersten Online-Shop an und zwar ist das Dresslink. Da habe ich mir ein paar schöne Sachen für den Sommer bestellt. Ich zeige euch die jetzt ganz schnell. Ich muss mich mega beeilen mit diesem Video, weil es sonst einfach, wie gesagt, zu lang wird. Ich habe mir da so ein richtig süßes, rosanes Samtkleid bestellt. Das ist so ein bisschen Prinzessinnen-Style, finde ich. Das ist relativ kurz. Also ich bin 1,74 und bei mir ist das schon fast zu kurz, aber ich ziehe es trotzdem an. Die Preise schreibe ich euch hier einfach irgendwo hin. Auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich muss sagen, ich finde die Qualität auch echt gut. Ist so gut verarbeitet. Das könnte auch von Zara sein. Und das Kleid ist auch total schwer. Also nicht so... Es fühlt sich nicht so billig an. Das zweite Teil ist ein Hoodie. Und zwar Größe L in hellgrau. Der ist cropped, also richtig kurz. Die Ärmel sind lang. Und diese weißen Bömmels hier finde ich ganz schön als Kontrast, sodass nicht alles grau ist. Der ist richtig, richtig flauschig von innen. Also von dem bin ich auch mega begeistert. Und dann noch dieser Rock hier. Also es ist so ein Ensemble. Das ist einmal dieser Rock-Bleistiftrock. Der ist high-waisted und ganz eng anliegend. Die Farbe seht ihr so nude, rosa mit einem goldenen Reißverschluss hinten. Und das werde ich euch auch getragen zeigen. Also auf jeden Fall ein Bild aus dem Online-Shop. Ich habe noch nicht so die Figur dafür. Und dazu dann dieses Crop-Top. Bandeau eher... Hinten auch mit einem goldenen Reißverschluss und das sieht zusammen einfach richtig, richtig schön aus. Perfektes Outfit, wenn man im Sommer irgendwie abends rausgeht, was essen geht, was auch immer. Habe ich mir auch ehrlich gesagt alles für den Urlaub ausgesucht. Und als letztes ein Teil, was ich wahrscheinlich nicht so tragen werden kann. Tragen kann? Keine Ahnung. Auch so ein Spaghetti-Trägerkleid. Das hat einen riesen Ausschnitt, Leute. Bis zum Bauchnabel ungefähr. Das muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen umnähen. Das ist eine Taille mit so einem Gummizug. Und hat auf der rechten Seite, wo denn? Ah, hier. Halt so ein Schlitz am Bein, der auch relativ hoch geht. Das ist mir auch leider ein bisschen zu kurz. Ich finde es halt ein bisschen doof geschnitten. Das sieht leider nicht so aus wie im Online-Shop. Aber ich werde mir das etwas umnähen und dann passt das schon. Und dann kann ich das wahrscheinlich auch im Urlaub tragen. Wir kommen zum zweiten Online-Shop. Sorry, dass ich jetzt so schnell bin. Ach so, das Kleid ist Größe L. Ich glaube, dieses... alles ist Größe L. Von Dresslink habe ich alles in Größe L bestellt. Jetzt kommen wir zu Shein. Ihr kennt ja schon Shein von mir. Und zwar habe ich mir da diese coole Lederjacke bestellt. Also natürlich Fake-Leder mit so hellem Schafsfell. Die ist so beige, die Jacke. So ein bisschen... Ups. So ein bisschen im Biker-Stil. Hat hier auch so eine Schnalle. Die Hardware von der Jacke ist so richtig altgold. Also so richtig dunkles Gold. Die ist richtig schön weich, aber auch relativ leicht. Ich würde sagen, so für Frühlingswetter, Herbstwetter perfekt. Ja, und ich mag die sehr, sehr gerne. Habe die auch richtig oft an und auf Snapchat werde ich auch mal gefragt, woher die ist. Jetzt wisst ihr, woher die ist. Die habe ich in Größe S, weil die super oversized ausfällt. Und passt mir halt perfekt, ne? Dann nochmal von Shein. Diese schöne blau-weiß gestreifte Bluse. Größe M oder L müsste das sein. Sitzt aber relativ eng, also fällt klein aus. Die hat hier so eine schöne dunkelblaue Stickerei. Ist halt eine ganz normale Bluse bzw. Hemd. Und kann ich mir richtig gut vorstellen, mit so einer Jeans im Sommer einfach locker reingesteckt. Und finde das einfach richtig schön. Habe mich direkt da rein verliebt. Jetzt kommen wir zu Romwe. Achso, da zeige ich euch das erste Teil direkt hier. Dieses T-Shirt hier, ich finde das so schön. Ist einfach richtig cool. Das kann man einfach mit einer Jeans anziehen und ihr habt voll das peppige Outfit. Da ist einmal hier so ein Eistee drauf. Pfirsich-Eistee, Peach. In so coolen Farben, so ein Pink. Das T-Shirt ist an sich einfach nur weiß. Etwas kürzer, also es hört schon hier auf. Und hat hier an den Armen und am Kragen halt eine andere Farbe. Und zwar ist es so rosa Peach-Farben und ich finde es einfach nur richtig cool für den Sommer. Dann noch von Romwe auch diese Shorts hier. Ich finde die richtig geil. Das ist eine Jeans-Short. Die ist nicht zu kurz. Destroyed. Größe M und passt mir perfekt. Also normalerweise würde ich so sagen, habe ich eine S. Aber hier habe ich halt eine M genommen, weil immer diese China-Größen, sage ich jetzt mal, etwas kleiner ausfallen.
Und dann noch von Romvi. Diese geile Tasche, Leute. Die ist so schön. Es ist einfach so eine kleine Tasche für, keine Ahnung, Shoppingtage oder so. Oder einfach Spaziergänge, wo man nicht so viel mitnehmen muss. Und ich habe mir die ausgesucht, weil ich einfach nur große Taschen habe. Das ist unfassbar. Auf jeden Fall ist die so weiß-cremefarben mit goldener Hardware und so goldenen quadratischen Nieten. Die erinnert mich so ein bisschen an Valentino. Also an Valentinos Accessoires, weil die haben ja auch immer diese viereckigen Nieten. Und ich finde die einfach nur richtig schön. Jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen Klamotten, die aus verschiedenen Läden sind. Bei denen, also die zeige ich euch jetzt erst, weil ich nicht weiß, ob die noch aktuell sind. Und die Preise kann ich euch auch nicht von allen sagen. Auf jeden Fall zeige ich euch die trotzdem. Das ist einmal hier dieses Samt-Spitzentop von H&M. Ich finde das richtig, richtig schön. So Spitzentops sind ja momentan eh überall in den Läden. Ich habe das in Größe S und ist wie gesagt von H&M. Dann auch von H&M dieser geile Pulli. Den hatte ich auch schon auf Snapchat an. Der ist so richtig oversized, lang, breit und hat so einen V-Ausschnitt. Der Ausschnitt ist auch relativ groß. Und da finde ich das immer voll schön, wenn man den mit so einem BH trägt, der so mehrere Träger hat. Kennt ihr doch, ne? Die auch momentan mega in sind. Dann gucken die da halt so ein bisschen raus und das sieht richtig gut aus. Größe L habe ich, glaube ich, schon gesagt. Dann von Bershka, Größe L, hat 17,99 € gekostet. Diese Hose hier, ich weiß nicht, ob es eine Sporthose ist, aber ich ziehe die halt so als normale Hose an für den Alltag. Die ist schwarz, hat oben so einen Gummizug und geht so nach unten gerade runter. Die hat so weiß-rot-schwarze Streifen an der Seite. Sieht halt voll sportlich aus, aber mit so einem weißen T-Shirt einfach sieht es, glaube ich, echt mega stylisch aus. Dann noch eine Sache, und zwar Schuhe. Ich habe die gesehen und ich habe mich sofort in diese Schuhe verliebt. Das sind diese hier. Die habe ich auch schon auf Snapchat angehabt. Wenn ihr übrigens alle Sachen getragen sehen wollt, die ich hier zeige, dann folgt mir auf Instagram. Popo_Chanel und auf Snapchat Paulina Popo, weil da habe ich halt echt fast jeden Tag irgendwelche Sachen aus meinen Hauls an. Und ja, dann wisst ihr auch mal, wie die getragen aussehen. Auf jeden Fall, diese Schuhe hatte ich auch schon auf Snapchat an und viele haben danach gefragt. Die sind von Steve Madden. Das hier, das Leo-Muster, ist vorne in so Fell. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass es echt Fell ist, weil für den Preis, keine Ahnung. Und hinten sind die halt schwarz. Aktuell gibt es die, glaube ich, nur noch mit überall Leopardenmuster. Aber ganz ehrlich, es fällt ja wohl nicht auf, ob hier jetzt noch ein Leo-Muster ist oder nicht. Deswegen findet ihr halt ähnliche immer noch aktuell. So eine relativ hohe weiße Sohle und ich liebe diese Schuhe über alles. So, da habe ich noch von Amazon mir Wimpern bestellt. Mal wieder, das sind die, die ich auch heute drauf habe und mein Telefon klingelt. Hallo! So, jetzt kann ich weitermachen. Und zwar habe ich mir von Amazon diese Wimpern hier bestellt. Das sind auch die, die ich gerade drauf habe. Die sehen in der Verpackung so aus. Die kosten 2 Euro oder so. Und da sind 10 Paar drin. 10 Paar. Das ist so krass. Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals aufbrauchen kann. Ich kann die jungen Mädchen auf jeden Fall nicht empfehlen. Und auch keinen Mädels, die auf natürliche falsche Wimpern stehen, weil das sind wirklich Fächer. Ich sehe nur noch 50% von dem, was ich normalerweise sehe. Meine Augen fallen die ganze Zeit zu, hängen auf 7:30 und die sind einfach super unbequem. Aber was tut man nicht alles für die Schönheit? Und ich meine, die waren so günstig, ich habe so viele, deswegen muss ich die ja irgendwann mal tragen. Dann habe ich noch andere Wimpern bestellt, zu denen sage ich jetzt nicht viel, weil ich habe die alle in meinem Wimpernvideo gezeigt. Das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Die Wimpern verlinke ich euch jetzt auch nicht, weil die in dem Video, wie gesagt, verlinkt sind. Alle Red Cherry Wimpern kosten 2,25 Euro. Die Lady Lashes auch. Außer die Wispies, die kosten 3,75 Euro. Und ich gehe das jetzt ganz kurz durch. Ich habe von Red Cherry die 102er bestellt. Die Wispies. Die 213er. Die Nude Onyx. Heißen, glaube ich. Die 43er und dann von Ladylash, oh nein, noch von Red Cherry, die 217er und von Ladylash meine geliebten 130er. Ihr wisst, ich liebe diese Wimpern über alles. Dann haben wir alles, außer meine zwei Sonnenbrillen, die ich neu habe. Und zwar einmal diese hier von Amazon für 4 Euro, Leute. Die ist so krass geil. Richtig außergewöhnlich. Oh Gott, die Wimpern sind einfach zu lang. Richtig außergewöhnliche Form. rosa verspiegelt, so kann ich sie gerade noch tragen. Ich liebe diese Sonnenbrille einfach. Die haben mich auch voll viele gefragt, ist auch unten in der Infobox verlinkt. Und ich finde die einfach nur der Hammer schlechthin.
Und für das Geld ist die echt mega geil. Ich liebe die. Und dann noch eine Sonnenbrille, die habe ich mir schon so lange gewünscht. Die ist, glaube ich, vor anderthalb Jahren rausgekommen und war dann bis jetzt gefühlt ausverkauft. Und zwar Key Australia x Desi Perkins High Key in Gold. Die habe ich bei thelittlegreenbag.de bestellt. Da habe ich 55 Euro bezahlt. Ohne, also Versand ist gratis bei denen. Also auf jeden Fall bei dem Preis. Und das ist halt High Key Gold, so eine riesige Pilotenbrille mit goldverspiegelten Gläsern. Die ist flach, Gläser sind nicht gebogen und die sieht so aus. Ich liebe diese Sonnenbrille. Ich brauche auch für meinen riesigen Kopf solche riesigen Sonnenbrillen. Und damit fühlt man sich einfach nur Gangster, muss ich ganz ehrlich zugeben. Och Leute, ihr wisst nicht, wie ich diese Sonnenbrille liebe. Und nein, ich habe noch eine Sache vergessen. Von Cosmetic Flawless habe ich für eine Freundin von mir als Geburtstagsgeschenk die Make-Up Revolution Fortune Favors The Brave Palette mit 30 Lidschattenfarben bestellt. Die ist richtig cool. Da sind matte Töne drin, aber auch schimmernde, glitzernde. So sehen ungefähr die Farben aus. Die hat sie sich gewünscht, deswegen habe ich ihr die geholt. Habe ihr auch noch ein paar Wimpern dazu bestellt. Und die bekommt ihr auch bei Cosmetic Flawless für 14 Euro, 15 Euro. Für 30 Farben geht das halt echt klar. Ihr zahlt pro Farbe dann 50 Cent. Und Make-Up Revolution ist auch echt eine gute Marke, muss ich ehrlich zugeben. Gibt's auch im Rossmann. Und jetzt habe ich alles, Leute. It's a wrap. Es werden auf jeden Fall in Zukunft noch sehr, sehr viele Hauls folgen. Wie gesagt, alle Links zu den Klamotten, die ich noch finde, sind unten in der Infobox. Wenn ihr meine Hauls mögt, wenn ihr irgendwas anzumerken habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Oder hinterlasst mir einen Daumen nach oben, wenn euch das hier gefallen hat, das Ganze. Natürlich würde ich mich auch mega freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Keine Hauls mehr verpassen, keine Make-up-Tutorials mehr verpassen, immer up-to-date sein. Da könnt ihr auch gerne die Glocke neben dem Abonnieren-Button drücken. Ich mache hier schon wieder viel zu viele Handbewegungen. Wenn ihr die Glocke drückt, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in meinem nächsten Video und bis dahin, tschüssi!